Arena Live. Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf OE24 TV. Ja, hallo und herzlich willkommen bei Fellner Live. Heute mit einem äußerst spannenden Duell. Getitelt haben wir es Veganer Beef. Und dementsprechend haben wir zu meiner Linken heute Raffaela Raab, die sogenannte militante Veganerin, Influencerin, Tierschutzaktivistin und ich glaube sicherlich auch Ihnen in den letzten Wochen medial untergekommen. Raffaela, herzlichen Dank, dass du da bist. Danke für die Einladung. Und auf meiner rechten Seite heute Max Stiegel, Stargastronom, von Gourmillot auch ausgezeichnet worden als Koch des Jahres und bekennender Fleischfan. Dementsprechend, glaube ich, sehr spannende und kontroversielle Standpunkte. Herr Stiegel, fangen wir vielleicht kurz einmal mit Ihnen an. Sie haben gerade im Jahr 2021 rund um Veganismus, rund um Veganer sehr angriffige, würde ich jetzt einmal sagen, Aussagen getätigt, wo Sie gemeint hätten, das wäre praktisch eher ein Essen für Bobos und Schnösel und weniger sozusagen die gute, klassische, traditionelle Küche fürs Volk. Daraus geschlossen würde ich sagen, Sie stehen dem Ganzen doch ein bisschen kritisch gegenüber. Warum diese prinzipielle Ablehnung gegenüber Veganern, Veganismus etc.? Nein, es ist ja keine Ablehnung, sondern es ist einfach so, dass unser Kulturkreis hier, wo wir leben, also unsere Region, das Burgenland, Pannonien, Österreich, das, die K&K-Region sozusagen, dass es einfach sehr fleischgeprägt ist. Und wir haben alle Nutztiere gehabt, oder wir hatten alle Nutztiere, wir haben noch immer Nutztiere, die das ganze Jahr über gemästet wurden und dann im Herbst geschlachtet werden und dann konserviert werden, indem sie geräuchert, gesurrt oder was auch immer werden, für den Winter über. Und ich glaube persönlich sehr wohl, dass wir darauf ausgelegt sind, dass wir natürlich eine ausgewogene Ernährung prägen und dass wir uns sehr wohl mit Fleisch, also auch mit Gemüse und allem, was dazugehört, ernähren sollen. Aber es ist jetzt keine Abneigung, sondern meine Abneigung geht immer in dieses Militante, wenn es heißt, keine Ahnung, wenn ich zu viert in ein veganes Restaurant essen gehe und ich sage, ich hätte gerne einen Schnitzel, kriege ich nichts. Aber wenn vier Gäste zu uns essen kommen und einer davon möchte was Veganes, wird kein Mensch was dagegen sagen. Und eben diese Ausgrenzung ist etwas, was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Also Sie sagen, es gibt da eine Ausgrenzung gegenüber, also praktisch von Veganen ausgehend gegenüber Fleischessern. Na, wenn ich jetzt die veganen oder vegetarischen Restaurants nehme oder Beiseln oder Bistros, wie auch immer, und ich gehe dorthin und ich habe drei kleine Kinder und einer davon sagt, er hätte gerne ein paar Würstel, kriegt das nicht. Also ist nicht diskutierbar. Aber wenn ein Gast mit drei Kindern zu uns essen kommt und eines der Kinder möchte was Vegetarisches oder was Veganes essen, wird das selbstverständlich in jedem Wirtshaus überall geboten. Also fehlende Toleranz war auch, glaube ich, einmal das Stichwort. Genau, das ist nah an der Wahrheit, ja. Keine Fleischspeisen anzupreisen bzw. anzubieten, ist fehlende Toleranz. Wie siehst du das, Raffaela? Nein, also wir haben natürlich einfach keine Toleranz gegenüber Menschen, die Sklaverei und Mord für Genuss und Tradition unterstützen möchten. Und wenn man sich darüber beschwert, dass man bei einem veganen Restaurant, das halt gegen Sklaverei und Mord ist, kein Produkt aus Sklaverei und Mord bekommt, ist das ungefähr so, als würde man aus einem Land nach Österreich kommen, wo Vergewaltigungen erlaubt sind und sich dann beschweren, dass man in Österreich keine Vergewaltigung begehen kann. Nein, nein, nein. Also bitte, da müssen wir jetzt mal ganz, ganz klar unterscheiden, weil Sklaverei und Mord, also wir haben Nutztiere und bei uns steht das Tierwohl an oberster Stelle. Also ich rede, wenn ich von Fleisch rede... Bei den Stopfgänsen, die Sie zum Beispiel verkaufen. Verkaufen, ja, sehr wohl, ja. Und das Tierwohl an oberster Stelle. Ja, das Alles Tierwohl. Klar. Weil ich der Meinung bin, dass dem Bauern, der die Gans stopft, und ich rede jetzt nicht von maschineller Stopfung, sondern von normaler Stopfung, das Wohl der Gans viel mehr wert ist als alles andere. Weil wenn die Gans, wenn der was passiert, hat der gar nichts davon. Und die ernähren Kinder damit. Also, der Gans passiert was, dass ihre Leber so anschwillt, dass sie darunter fast stirbt. Stopfen weißt du, und Tierwohl herkommt? Kann sich nicht vertragen. Weißt du, Stopfen und Tiersklaverei, Tiere als Objekte zu benutzen, zu töten, verträgt sich nicht mit Tierrechten. Nein, nein, nein. Ach, ich glaube, du kommst mal zu mir in die Lehre und dann klären wir das Ganze gerne. Auf. Sehr gerne. Bis jederzeit herzlichst eingeladen. Darauf komme ich zurück. Sehr gerne. Also wir haben ja viele Veganer im Freundeskreis und ich glaube eigentlich, dass wir uns viel näher sind, als wir jetzt dargestellt werden. Bezweifle ich. Macht ja nichts. Du, so entstehen die besten Freundschaften. Aber es ist ja auch so, dass das Tierwohl steht an oberster Stelle und es sind Nutztiere und die werden artgerecht gehalten, die werden gefüttert
Und dann werden sie natürlich auch artgerecht geschlachtet, so wie es dazugehört. Und dann werden sie auch verarbeitet. Und es gehört einfach dazu. Was ist denn ein Nutztier? Ein Nutztier, ein Schwein. Was ist das? Warum ist ein Schwein ein Nutztier und kein Hund oder Menschenkind? Wo ist der relevante Unterschied zwischen Menschen und anderen Tieren, dass wir sie als Nutzsklaven verwenden dürfen, aber Menschen nicht? Aber warum nur Sklaven? Wo ist der relevante Unterschied, dass wir Tiere so behandeln dürfen, aber Menschen nicht? Und ja, das sind ja Sklaven, definitionsgemäß. Warum? Weil sie wirtschaftlich und rechtlich in vollkommener Abhängigkeit von einem Menschen stehen. Das ist die Definition von Sklaverei. Aber in unserem Kulturkreis ist es halt so, dass wir Fleisch essen, auch genau wie Nazis. Tradition kann keine Rechtfertigung für Mord, Unterdrückung und Sklaverei sein, nur weil es immer schon so war. Was ist denn jetzt der relevante Unterschied zwischen Menschen? Aber ich mag diesen einen Aspekt kurz einmal heraus, weil Herr Stiegel, Sie sagen immer wieder, das ist Tradition praktisch, wir sind ein fleischessendes Land und waren es auch stets. Bauern sozusagen, die auch Fleisch anbieten, wären sozusagen auch ihrer Meinung nach dem Tierwohl verpflichtet oder beziehungsweise würden darauf achten, weil das ja auch die Überlebens- und Lebensgrundlage ist für den Betrieb, für den Gastronomen etc. Aber jetzt kurz mal noch auf die Tradition fokussiert. Warum können sich Traditionen in dem Sinne nicht ändern und muss man wirklich, auch wenn es klassisch Österreich ein Fleischesserland ist, muss das auch in den nächsten 300 Jahren theoretisch so sein? Muss es auch nicht. Und die klassische Landküche früher, zum Beispiel im Burgenland, in den ärmeren Regionen, überall, war immer eine Gemüseküche und Fleisch wurde zu besonderen Anlässen gegessen. Mhm. Deswegen gab es ja auch Schmalz bei uns in der Region, weil man hat ja Kraft benötigt und Fleisch hat es ja halt zu am Festtagen geben, am Sonntag, so kam auch der Sonntagsbraten zustande, so sind auch Sautänze entstanden, dass man zu einer bestimmten Zeit einfach Fleisch isst. Aber komplett vegan sich zu ernähren, ich sehe den Sinn nicht dahinter. Ich verstehe es noch immer nicht. Also ich persönlich, weder aus religiösen und noch, also für mich das i-Tüpfelchen auf dem Ganzen ist, wenn man diese Nahrungsersatz, diese Ergänzungsmittel da kauft. Wenn es dann auf einmal heißt, man isst einen Leberkäse, der aussieht wie ein Leberkäse, aber der vegan ist. Wenn man ein Schnitzel isst, was aussieht wie ein Schnitzel, aber vegan ist. Und das ist einfach, das ist Augenauswischerei, sonst gar nichts. Und es ist, manche nutzen es als Bühne, dass sie irgendwie weiterkommen, so wie die Raffaele wahrscheinlich. Aber es ist, ich mag auch Tiere. Ich sehe, du hast ein paar aufgefadelt. Wir haben auch Tiere zu Hause. Aber irgendwann einmal ist dann zu Ende und dann werden sie geschlachtet, werden kurz gebraten, werden gedünstet, geschmort, was auch immer und schmecken hervorragend. Kannst du nachvollziehen, warum sozusagen auch gerade Ersatzprodukte bei Max auf so starke Ablehnung stoßen? Ist das für dich in irgendeiner Form oder anders, wie gehst du mit solchen Aussagen um? Ja, erstmal, warum gibt es vegane Ersatzprodukte, die praktisch das versuchen zu imitieren? Ich darf uns alle hier daran erinnern, dass eine Wurst auch nicht aussieht wie eine Wurst, sondern dass wir sie zu einer Wurst formen. Ein Schwein schaut nicht aus wie eine Wurst, es gibt keinen Wurstbaum, wo die wachsen, sondern wir formen halt den ermordeten Körper eines versklavten Schweins zu halt so einem Würstel. Und warum wir das gerne nachmachen? Da muss ich ja einwenden, weil die Wurst hat diese Form, weil es in den Darm geführt wird. Und der Darm, der Seitling ist ja so. Ja. Der ist ja von Haus aus so. Okay. Ja, und deswegen sieht auch die Wurst rund aus, weil die Wurst wird an und für sich im Darm gemacht, in den Darm gefüllt. Und deswegen aber hat das sie ist auch trotzdem etwas, was wir formen, was wir so füllen und so weiter und so fort. Ich kann genauso gut in eine pflanzliche solche Form Gemüse reinstopfen, dann habe ich auch eine Wurstform. Also warum man das nachmacht, ist, wenn man sich ja nicht von diesen Sachen trennt, wenn man die Traditionen dahinter nicht mag oder den Geschmack oder die Form davon nicht mag, sondern wenn man keinen Mord mehr, keine Unterdrückung mehr unterstützen möchte, wenn man das Leid, was dahinter steckt, nicht mehr unterstützen möchte. Nicht, weil man sagt, hey, das schmeckt mir plötzlich nicht, sondern weil man sich eben gegen Gewalt und Unterdrückung entscheidet. Aber welche Unterdrückung? Diese Tiere, die Sie die ganze Zeit Nutztiere nennen, die fühlen genauso wie Menschenkinder. Es gibt keinen relevanten Unterschied in dem Bewusstseinszustand eines menschlichen Kindes, eines Hundes und eines Schweines, der das rechtfertigen kann, manche als Nutztiere abzustempeln und andere als liebevolle Familienmitglieder zu wertschätzen. Das ist einfach nur Diskriminierung und Gewalt. Das ist Speziesismus. Gleichstellen mit einem Kind. Gleichberechtigen, weil ein Schwein gleichermaßen fühlen kann wie ein Menschenkind. Wo ist denn der relevante Unterschied zwischen einem Schwein und einem Menschenkind, der das rechtfertigt, das Schwein systematisch zu ermorden, zu unterdrücken und zu essen, aber ein Menschenkind nicht. Wo ist der Unterschied? Ach, das ist ja ein Schwachsinn. Wo ist denn der Unterschied? Aber wo ist der Unterschied? Wo ist das eine ist ein Tier, ist sehr ein richtig. Ganz normales Nutztier. Ja. Was, genau, was ist ein Nutztier? Was macht ein Nutztier? Tiere sind, die wir halten, die wir artgerecht halten, aufziehen, die viel Platz haben, die viel Auslauf haben. Das darf ich doch auch mit Menschenkindern machen, wenn die viel Auslauf haben. Wir sind auch alle Bio-Menschen. Machen wir vielleicht darf ich sie deswegen mal den ganz krassen Vergleich zwischen Tier und Mensch? Warum ist das ein Schwachsinn? Hören Sie doch einfach, geben Sie mir doch mal ein Argument. Wo ist der relevante Unterschied? Wenn ich jetzt einen Menschen als Nutztier
aber ganz einfach. Wo denn? Der Unterschied ist ein ganz einfacher, dass es Tiere sind, wo es einen Gesetzgeber gibt, wo es eine Rahmenbedingung gibt. Appell an das Gesetz ist ein moralischer Fehlschluss. Früher waren, also in manchen Ländern sind Genitalverstümmelung von Frauen und Männern erlaubt. Ist es deswegen ich in Ordnung? Ich möchte nicht Genitalverstümmelung mit Kastrieren von Schweinen vergleichen. Ich habe auch nicht, doch, man kann alles vergleichen. Bevor wir ganz krassen Vergleiche ziehen, Max, an dich noch kurz eine Frage mal. Also was, glaube ich, Raffaella auch zu sagen versucht, ist, wer legt die unterschiedliche Wertigkeit von Leben fest? Machen wir es jetzt nicht einmal zwischen Mensch und Tier, sondern machen wir es zwischen Nutztier und Haustier. Ist da für dich ein Unterschied gegeben? Und wenn ja, warum ist es ein Unterschied, ob es ein Schwein ist, eine Kuh ist, oder ein Hund oder eine Katze? Naja, ja, die sind ja süß. Also ich habe ja Hund auch schon in Vietnam gegessen. Da wird Hund gegessen. In Indien essen sie kein Rind. Also es ist ja ganz einfach. Und irgendwie passt du da eh perfekt dazwischen. Das ist ja schön von der Ding her. Aber ein Schwein ist ein Schwein. Das ist einfach ein schönes Tier. Ja, und ein weißer Mensch ist ein weißer Mensch. Ein schwarzer Mensch ist ein schwarzer Mensch. Aber deswegen darf ich nicht einfach so die schwarzen Menschen als Nutzmenschen. Also doch, sie sind ein Rassist zu den Tieren. Ganz eindeutig. Weil sie sagen, ja, ich würde Menschen nicht essen, aber Tiere schon. Ja, obwohl sie genauso fühlen. Titel, ich bin der Tierrassist. Okay. Ja, ganz, ganz kurz. Aber gibt es für dich einen Unterschied zwischen Haustier und Nutztier? Ja, selbstverständlich. Also wir haben ja auch Haustiere. Es gibt Haustiere, das sind Katzen, die werden in unserem Kulturkreis nicht gegessen. Mhm. Also es ist nicht üblich. Hunde werden bei uns hier üblicherweise, normalerweise nicht gegessen. Wir essen Lämmer, Schafe, also jetzt auf Fleisch bezogen, Pferde, Kühe, Hühner und weiß was ich was. Mhm. Was halt hier geboten wird und viel Wild, weil das Wild ist ja frei in der Wildbahn und. Aber in einem anderen Kulturkreis, in Indien, essen sie zum Beispiel aus religiösen Gründen keine Kühe, in anderen Ländern kein Schweinefleisch. Aber das heißt, aus moralischer Sicht prinzipiell, also du sagst immer, der Kulturkreis ist bei uns natürlich so gestaltet, dass eben Hunde und Katze Haustiere sind und eben nicht auf dem Speiseplan stehen. Aber aus moralischer Sicht wäre es prinzipiell auch egal, einen Hund zu essen, eine Katze zu essen, wenn das der Kulturkreis so vorsieht in dem Sinne. Also es ist jetzt nicht. Ich habe mich noch nicht damit auseinandergesetzt, aber wenn ich in Indien bin und oder in Vietnam, wo Hunde gegessen werden oder wo Schlange gegessen wird, bei uns ist es nicht üblich, dass man Pferd isst. Also ist derzeit aus der Mode. Die klassische Wiener Küche war sehr Pferdefleisch geprägt früher. Also es gibt nach wie vor noch Pferdereberkäse wie Sand am Meer. Also es gibt schon viele Tiere, die uns irgendwie sensibilisiert haben, weil was ist schön an einem Pferd? Das hat 800 Kilo. Ich meine, das ist ein Viech. Das kann man schon schlachten. Aber Hunde und Katzen werden bei uns noch nicht gegessen. Vielleicht werden sie irgendwo heimlich gegessen, aber also wir verkochen es nicht. Mhm. Raffaella, was sagst du dazu? Also der Herr Stiegel ist offensichtlich kein Interspezies, also internichtmenschliche Speziesist, sondern einfach nur ein Gewalttäter an den nichtmenschlichen Tieren. Das ist trotzdem Speziesismus, das ist dieser Tierrassismus, den ich eben meinte. Ja. Ich habe auch ein Zitat von Ihnen einmal gehört, gelesen, wir sind mit denen ja nicht auf Augenhöhe, das sind ja nur Nutztiere. Genau das ist doch rassistisches Gedankengut. Das haben Sie nicht von mir gelesen. Doch, das haben Sie sogar gesagt. Nein. Ich kann Ihnen noch das Video zeigen. Ja, wir sind ja nicht mit den Tieren auf Augenhöhe, das ist wir auch gut sind. So. Und wenn ich Fleisch essen möchte, wenn ich mich dazu entschieden habe, Fleisch zu essen, muss mir bewusst sein, dass ein Tier dafür gestorben ist. Was auch gut ist, es sind ja Nutztiere. Wir sind ja mit denen nicht auf Augenhöhe. Da können wir ja die Veganer, Vegetarier erzählen, was wollen. Ich meine, ich stehe zu meiner Aussage und das ist so. Und wir verabschieden uns von jedem Tier, bevor wir es schlachten. Da gibt es ein Ritual. Genau. Und wir ein behandeln die Tier. Wir nehmen Abschied. Ein Todesritual. Und danken dem für das Leben, das es für uns opfert. Es opfert das nicht. Sie nehmen es. Das Tier opfert gar nichts. Ja, aber Sie nehmen es, sich einfach nur, weil es Geschmack und Tradition ist, das ist Gewalt. Und dann haben Sie, das ist ein Zitat von Ihnen, das können wir auch hier gerne reinschneiden. Bitte, gerne, wir sind halt mit den Tieren nicht auf Augenhöhe, das sind ja nur Nutztiere, das haben Sie gesagt. Das sind Nutztiere, genau, ja, absolut. Wir sind mit denen sehr wohl vielleicht, dass ich da irgendwo die, auf Augenhöhe? Wir haben die werden Sie behandeln uns respektvoll Sie nicht so. Behandelt. Respektvoll heißt, jemand des mutmaßlichen Willen zu wertschätzen. Wenn ich Ihnen die Kehle aufschlitze und dann sage, Sie opfern Ihr Leben für mich, damit ich Ihr Bein essen kann, dann ist das kein Respekt. Wir betäuben Sie vorher. Glückwunsch. Darf ich Ihnen das antun, was Sie den Tieren antun? Ich bin ja kein Nutztier. Genau, aber ich könnte ja einfach bestimmen, Nutztier. Sie haben jetzt für mich weniger Wertigkeit, weil Sie keine Ahnung, was ein Mann sind, so wie, was weiß ich, Rassisten oder Sexisten eben andere unterdrücken. Und Sie unterdrücken halt die anderen Tiere, weil Sie halt keine menschliche DNA haben. Das ist das gleiche Gedankengut. Das ist Diskriminierung überhaupt und Rassismus. Nicht. Können Sie mir den relevanten Unterschied nennen in diesem Gedankengut? Natürlich. Wo denn? X. Das sind Tiere. Wo ist denn der Unterschied? Das sind Tiere. Ja, habe ich verstanden. Ja, das sind Tiere, ganz normal. Und es ist ja natürlich jetzt ein schönes Zitat, welches du oder sie, wie auch immer, jetzt an den Tag legst. Das ist auch egal. Aber es ist ja einfach, das hat ja null Fundament. Null.
Nein, nein, die Willkür, mit denen Sie oder du andere Tiere unterdrückst. Bleiben wir bei du oder bei Sie? Gerne per Du jetzt einfach. Ja, okay. Andere Tiere unterdrückst, das ist Willkür. Weil wir sagen, ja, du bist ja nur ein Schwein, du bist ja nur ein Pferd, du bist ja nur ein was auch immer was. Und deswegen ja. darf ich dir die Kehle aufschlitzen und einen Sautanz machen. Ja, dürfen wir Menschen Kindertanz machen? Muss man ich glaube, für das Schwein ist das nicht so schön. Und ein empathischer ja, Mensch... So viel man, Ehre muss man mal kriegen. Was heißt Ehre? Wo ist die Ehre da darin, als, 180 als Mensch... Abschied. Ein, was heißt Abschied nehmen? Sie opfern in einem Todesritual ein Tier, so wie früher ja. Menschen verbrannt wurden und sagen, ja, für den Gott geopfert. Das war vor meiner Zeit. Glückwunsch, jetzt haben Sie die Zeit der Gewalt an den Tieren. Und wie makaber dann auch noch das grinsende Opfer Ihrer Todesrituale mit einem Sautanz-T-Shirt zu tragen, das ist so aber widerlich. Bitte schon. Ja, aber du nimmst ja vier Stofftiere mit. Bevor niemandem wurde dafür die Kehle aufgerissen. Aber auch für unsere Zusätze. Normale Tiere gehen mit dir nicht mal spazieren, ganz siehst du das? Das ist wirklich ein argumentativ extrem hohes jetzt, Niveau. Das ist wie ein Kleinkind. Auf welchem Standpunkt nein, aber steht? Das ist ja wirklich. Was ist wirklich? Max, du sagst bei vielem, die Tradition gibt sozusagen auch ein bisschen so die moralische Wertigkeit vor und dass eben ein Haustier, ein Nutztier etwas anderes ist natürlich. Wie ein Mensch. Kannst du aber trotzdem, fangen wir, also schauen wir ein paar Emotionsstufen mal wieder runter, kannst du jetzt nur, was die Einstellung von Raffaella anbelangt, es nachvollziehen, dass sie das praktisch jetzt losgelöst von sämtlichen Traditionen anders empfindet und sagt, warum ist Leben unterschiedlich wert und warum bestimmt eine Tradition, eine Kultur, ein Land, warum das eine geschlachtet werden darf, das andere nicht? Oder sagst du, das ist vollkommen geisteskrank, warum man Menschen und Tiere überhaupt sozusagen in einen Topf miteinander wirft? Also ich verstehe sie vollkommen, ich weiß auch, was sie meint und es ist mir auch... Nur ich verstehe nicht, dass sie das andere nicht akzeptiert und respektiert. Weil ein Opfer involviert gibt, ganz einfach. Wenn hier jetzt ein Menschenkind umgebracht wird von ihm, dann würden wir das auch nicht akzeptieren. Raffaella, du kannst ja nicht Tiere mit Kindern vergleichen. Doch, ich habe es gerade gemacht, soll ich dir beibringen? Ja, hast du Kinder? Ja? Irrelevant. Hast du Kinder? Ich würde mich auf jeden Fall für ein Kind einsetzen, unabhängig seiner Spezies, wenn du ihm die Kehle aufschlitzen willst für dein Restaurant. Aber du kannst ja nicht Kinder und Menschen... Wo ist der relevante Unterschied, dass man... Warum? Nein, es ist letztklassig, andere abzustufen, nur weil sie nicht menschliche DNA haben. Es war in unserer Kulturkreis Appell an die Tradition fehlt, dass man Menschen... Appell an die Tradition Fehlschluss. Nur weil es immer schon so war oder nie so war, kann das keine Rechtfertigung sein, das nicht zu überdenken. Aber du kannst bei jeglicher Wertschätzung, bei jedem Respekt, du kannst nicht Menschen und kleine Kinder, da stellt man die Gänsehaut, ich habe selber drei kleine Kinder, auf eine Stufe mit Nutztieren stellen. Mit dir, stell sie nicht auf eine Stufe, ich gleichberechtige sie in Bezug auf ihre Kognition. Ja auch nicht okay, dann bitte noch einmal die Frage, worin, welche Eigenschaft, was ist der relevante Unterschied zwischen einem Menschenkind und einem nichtmenschlichen Kind, dass es rechtfertigt, die nichtmenschlichen Kinder zu ermorden und zu essen, aber Menschenkinder nicht? Weil das einfach unsere Kultur, unsere Tradition, weil das einfach vorsieht. Okay, und wenn wir jetzt immer schon Menschenkinder so behandeln. Das haben wir nie gemacht. Okay, aber wenn, also ethische Konsistenz überprüfen, das muss man zulassen. Wenn wir jetzt, okay, du sagst jetzt, das ist der relevante Unterschied, dass es halt nie so war. Jetzt gehen wir ein Hypothetikum ein, wir haben immer schon Menschen anderer Hautfarbe so behandelt, wie du die Tiere behandelst. Darf ich dann Menschenkinder so behandeln, wie du die Tiere behandelst? Ich bin ein Slave. Ich merke, du weichst dieser Frage leider aus. So funktionieren Argumente. Ich bin selber ein Zuwanderer und ich weiß ganz genau, was du ansprichst. Ich bin weder ein Rassist, noch bin ich ein... Noch ein Tierrassist. Du bist der Frage jetzt dreimal ausgewichen. Um eine hypothetische, also um deine Aussage hier zu überprüfen, muss man so eine hypothetische Konsistenzüberprüfung vornehmen. Du sagst, der relevante Unterschied ist, dass es halt nie so war. Jetzt gebe ich dir ein Hypothetikum, wo es schon länger so war, dass wir Menschenkinder so behandeln wie die Tiere. Aber dann musst du mir sagen, ob du dann Tiere, Kinder auch so behandeln darfst. Äpfel mit Birnen, das stimmt. Ja, wir müssen allesamt den Satz, man kann Äpfel mit Birnen nicht vergleichen, aus unserem Vokabular streichen. Weil man kann alles vergleichen. Nein, das macht überhaupt keinen Sinn. Eine Birne hat eine Taille, ein Apfel schmeckt ein bisschen süßlicher, es ist normalerweise knackiger. Ist ein Mensch, ein Tier ist ein Tier. Sehr richtig, dann haben wir schon einen Unterschied. Die DNA-Spezies, die DNA, aber kann die DNA eine Rechtfertigung sein, dem einen die Kehle aufzuschneiden und dem anderen nicht? Es gibt auch Unterschiede zwischen Frauen und Männern, Weißen und Schwarzen, aber kein relevanter Unterschied, wenn es um die Frage geht, wenn ich versklaven darf. Aber es ist einfach sinnlos, auf diese Diskussionsebene sich runterzugeben. Ja, wenn es jemand nicht verstehen will und den Fragen ausweicht, dann ist es wirklich sinnlos. Ich verstehe es ja. Ich hoffe, zumindest im Publikum verstehen manche Menschen jetzt, was Speziesismus ist. Ja. Genau. Bin gespannt. Meldet sich jemand. Ganz kurz. Weil du jetzt natürlich auch Vergleiche gezogen hast, die natürlich aufregen, wahrscheinlich auch aufregen und provozieren sollen. Mhm. Kannst du nachvollziehen, dass Max so reagiert als Familienvater, dass er sagt, er möchte praktisch nicht von dir, dass du seine Kinder gleichsetzt mit Nutztieren? Ja. Natürlich der Tradition geschuldet, natürlich sozusagen nicht praktisch näher auf dieses hypothetische Beispiel eingehend, wie wäre es, wenn wir stets schon immer Menschen gegessen haben.
Kannst du nachvollziehen, dass das so weit provoziert, dass man dann vielleicht sogar in weiterer Folge sagt, ach, was die faselt rund um Veganismus, Tierrassismus etc., das interessiert mich schon gar nicht mehr, weil das ist mir too much. Danke, dass du nochmal betont hast, dass er der Frage jetzt dreimal ausgewichen ist. Ich kann natürlich verstehen, dass ihn das emotionalisiert und die Wortwahl, die ich habe, ist natürlich auch da, um zu emotionalisieren, aber es ist ja trotzdem einfach wahr. Also wir versklaven diese Tiere ja und wie gesagt, das Wort Nutztier würde ich einfach gerne in Zukunft auch aus diesem Gespräch hier streichen, weil es sind einfach Sklaven. Tiere, die wir versklavt haben. Ich kann verstehen, dass er sagt, okay, das regt ihn jetzt auf, weil er halt einfach sehr speziesistisch indoktriniert ist. Seine soziale Fallhöhe als Mensch und vor allem als Koch, als Gastronom, der sich positioniert hat als ich esse jedes Stück Fleisch von jedem Tier, hahaha, muhaha, geil. Die ist halt unglaublich hoch. Wenn er jetzt zugeben müsste, oh, da ist ja was dran, das würde ja ihm sozial unglaublichen Schaden zufügen. Deswegen kann er das ja nicht. Max, wir machen so, bevor du darauf entgegnest, müssen wir leider eine kurze Werbepause schalten, aber wir sind gleich wieder zurück mit diesem meines Erachtens noch sehr, sehr spannenden und brisanten Duell. Bis gleich. Fellner Live. Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf OE24 TV. Ja, willkommen zurück aus der Werbepause mit einem heute sehr, sehr spannenden und hitzigen Duell. Auf der einen Seite die militante Veganerin, bürgerlicher Name Raffaela Raab, Tierschutzaktivistin, auf der anderen Seite Stargastronom Max Stiegel, bekennender Fleischfan und so wie wir vor der Werbung geendet haben, doch sehr irritiert rund um die Aussagen von Frau Raab. Max, wie geht's dir, wenn du eben solche Dinge hörst? Du warst gerade dabei, Raffaela zu entgegnen, dass sie deine Kinder oder dass sie Menschenkinder auf eine Stufe stellt mit Tieren, mit sämtlichen anderen Kindern. Sagt, da gibt es keinen Unterschied. Und du sagst, den gibt es ja wohl. Ja, das kann man schon machen. Das ist ja, das ist ihre These, um irgendwie irgendwelche News zu füllen, um sich irgendwie auf eine Bühne zu stellen, weil ansonsten spricht ja kein Mensch über das ganze Thema. Das ist gut, ist berechtigt. Also irgendwie muss sie polarisieren, dass sie da irgendwie, das wäre dasselbe, wie wenn ich einen Affen verkochen würde. Genauso ist das Ganze auch. Oder wenn ich sage, ich esse Menschen, aber ich esse keine Vegetarier, weil sie essen ja kein Fleisch. Ich meine, das ist ja alles eine sinnlose These. Ich kann nur sagen, wenn wir einen Sautanz veranstalten, wir schlachten ein Schwein, welches wir von klein auf kennen, das wird geschlachtet, das wird ermordet. Das wird zuerst betäubt, dann wird es geschlachtet, ausgeblutet, dann wird es gedünstet, gebraten, gewurstet, gesurrt, gesalzen. Und das ist wunderbar. Ein Stück Fleisch, etwas Gemüse dazu und es passt perfekt. Und es ist einfach eine Ehre, ein Respekt, welchen man den Tieren erweist. Mord ist den Tier, das ist eine Ehre. Ein Respekt, den man dem Tier erweist und das Tier ist einfach happy. Es gibt das auch Tier ist was? Happy? Happy? Einen schöneren Tod kann es nicht geben. Darf ich das mit dir jetzt machen? Ich bin kein Tier. Darf ich das mit dir jetzt machen? Einen schöneren Tod kann es nicht geben. Natürlich bist du ein Tier. Homo sapiens sapiens. Wenn ich eins im Medizinstudium gelernt habe, ist, dass wir Tiere sind. Ja, dann ist Affen. Wir ja, dann fühlen genauso. Studiert. Aber wir haben ich habe fertig studiert. Studium. Vielen Dank. Danke. So, dann ist das gut. Ja. Aber nicht Ernährungslehre und nicht Geschichte. Ah, ja. Du erzählst vorher irgendwas von wegen ausgewogener Ernährung. Also die größte ernährungswissenschaftliche Fachgesellschaft der Welt, die Academy of Nutrition and Dietetics, sagt ganz klar, dass wir keine tierischen Produkte brauchen, um groß und stark zu sein. Das heißt, das Einzige, worauf du dich gerade berufst, ist Tradition und Geschmack, um jemanden die Kehle aufzuschlitzen. Ja, und das machen wir, weil wir in unserer Tradition, in unserem Kreis hier leben. Und es ist ja auch mit der Gänsestoffleber, weil du vorher gesagt hast, Gänsestoffleber, wenn man sich mit der Geschichte befasst, wie die Gänse hergeflogen sind, wie sie auf sich deswegen dürfen wir sie stopfen und ermorden, weil sie hergeflogen sind. Ja, und die wollten das hervorragend. So. Geschmack ist eine Rechtfertigung für Mord. Ich bin Max Stiegel, ich bin ein erwachsener Mann und töte Tierkinder, und weil sie Genuss. Mir schmecken. Genuss rechtfertigt Gewalt. So, Wahnsinn, Max. Deine Kinder müssen stolz auf ihren Vater die Emotionen sein. Ich habe wenigstens welche. Wow, Glückwunsch, du hast suchen wir doch nicht vielleicht einmal auch gemeinsame Positionen. Max, wie schaut es denn prinzipiell aus? Siehst du doch zumindest einen Unterschied oder anders, weil du immer wieder auch vom Tierwohl sprichst und sagst, bei dir im Betrieb wird da sozusagen drauf geachtet. Wird, ganz, ganz wichtig. Genau, wird betäubt, wird sozusagen geehrt etc. Raffaela sagt, das macht für das Tier selbst natürlich keinerlei Unterschied, aber du sagst, es macht einen Unterschied. Das heißt, setzt du dich als Fleischkonsument, als Fleisch unter Anführungszeichen Befürworter, dafür ein zu sagen, wenn Fleisch, dann müssen aber gewisse Dinge nur praktisch. Deswegen dürfen wir sie stopfen. Nein, aber nur. Wenn Fleisch, ja. Reden wir vom Schwein oder vom Schaf oder was in unseren Kulturkreis halt hier passt,
Dann sind es Tiere, die auf einem Feld aufgewachsen sind, die auf keinen Spaltböden irgendwo Dings, dann wissen wir, wo es herkommt, wie es vorher geheißen hat, wie es ausgesehen hat und was es ist. Das hat einen Namen. Die Sau, die wir gestern geschlachtet haben, war die Rosi. Schön, 200 Kilo, ganz, ganz süß. Ja, die ist ein bisschen kleiner, aber schau, war einfach ein schönes Tier und wurde es verwurstet, verarbeitet, dass wir für Muttertag etwas haben und dass wir davon leben. Aber es ist Leben und Leben lassen. Und es ist ein ganz normaler... Aber die Tiere normaler, nicht leben lassen. Es ist auch, nein, Tiere weil es ist ja einfach lassen. Nicht mehr ausgeht. Weil wir brauchen Was heißt, Platz. Nicht mehr ausgeht? Was soll ich mit dem machen? Also es sie hat nicht ein schönes... Nicht nachzüchten, versklaven und ermorden. Dann haben wir ja. Vielleicht auch ein bisschen mehr Platz, ein bisschen ist weniger Ackerfläche. Ist Genuss, Fleisch essen für dich rein etwas, was sozusagen du gerne tust? Oder meinst du auch aus ernährungswissenschaftlicher Sicht, dass wir das als Menschen sozusagen auch brauchen und unserem Körper zuführen müssen? Ich glaube sehr wohl, dass wir das brauchen. Wissenschaftsleugnung. Ich glaube sehr wohl, dass wir das sagst du, dass wir, also braucht der menschliche Körper Fleisch, beziehungsweise wenn nicht, was sind Alternativen, was ist es am Fleisch, was der menschliche Körper... Ja, ich habe ja vorher schon die größte ernährungswissenschaftliche Fachgesellschaft der Welt zitiert. Es gibt keinen Indiz dafür, also wir können jeden Nährstoff aus einer rein pflanzlichen Ernährung bekommen, bis auf Vitamin B12, das wird den Tieren größtenteils auch nur zugeführt, das können wir einfach supplementieren in Form von Tropfen, Zahnpasta und in vielen so Ersatzprodukten ist das schon mit drinnen. Natürlich brauchen wir bestimmte Nährstoffe, das heißt nicht, dass wir nur von veganem Pudding leben können. Also klar muss man das planen, genauso wie Nicht-Veganer ihr Leben planen müssen. Max hat sich am Anfang der Sendung schon beschwert, dass er zugenommen hat. Also Zu- und Abnahmen kann man sowohl als Nicht-Veganer wie auch nicht als Veganer sein. Man kann sehr gesund oder sehr ungesund sein als Veganer wie auch als Nicht-Veganer. Das kommt natürlich darauf an, was man isst. Aber es geht primär beim Veganismus eben um Gewaltfreiheit, um Versklavungsfreiheit und um die Tiere nicht mehr auszubeuten. Und gesundheitlich, wie gesagt, brauchen wir das Gott sei Dank einfach nicht. Ich kann mich auch gesund ernähren, rein vegan. Warum gibt es denn die ganzen Tiere, Max? Warum gibt es die denn alle? Warum gibt es die denn, Max? Warum? Reden wir vom Wild? Ja, was ist mit dem? Wenn es keinen Abschussplan gibt, was machen wir dann mit dem ganzen Wild? Also ich weiß nicht, ob du dich schon mal mit Jagd und Abschussproduktion und Nachpopulation von diesen Tieren auseinandergesetzt hast. Sehr. Also es gibt einige Studien, die auch zeigen, dass das nichts bringt, um Populationskontrollen zu betreiben. Aber das sind keine Studien, sagen, die stimmen Nein, da gibt es kontrollierte Studien mit hoher Studienwertigkeit. Können wir gerne sehr machen. Gerne. Selbst wenn das der Fall wäre, dass wir damit Populationskontrollen betreiben können, wer ist denn daran schuld, dass diese Tiere im Wald zu wenig Platz haben? Das ist der Mensch. Das heißt, es gibt uns noch keine Rechtfertigung, hinzugehen und sie abzuknallen. Es gibt andere gewaltfreie Methoden dafür zu sorgen, dass Populationskontrollen herrschen. Hormonelle Schüsse, Umsiedelung, Wiedergabe von dem Wald. Sind sie alle umgesiedelt? Und wenn es irgendwo zu viele Menschen gibt, kann ich auch nicht einfach hingehen und sie abschießen. Das ist eine sehr provokante Aussage und ich gehe aber auch es ist vollkommen nicht mehr richtig. Drauf ein. Wo ist der relevante Unterschied, dass ich das dann bei den Tieren mache? Wenn ich ein Tier mit einem Mensch vergleiche, müssen wir mal bitte nicht eine kleine Puppe mit und dann schießt eine Puppe auf dazu. Da seid ihr einander natürlich ohne. Aber weil wir jetzt gerade über die Jagd gesprochen haben, Max, findest du es dann wichtig, zum Beispiel, es gibt ja auch Leute, die gerne jagen gehen, einfach um das Tier zu erlegen, aber dann schlussendlich nichts mit dem Fleisch in weiterer Folge anzustellen. Findest du das gerecht? Also kannst du praktisch Mordeslust am Tier nachvollziehen? Nein, überhaupt. Aber für Geschmack ist okay, aber nicht für den Genuss. Für Geschmack ist okay, für den Genuss ist super. Aber es ist ja auch mein Genuss, das Tier einfach abzuschießen. Ist auch mein Genuss. Und dann haue ich es weg, weil es mein Genuss ist. Nein, das geht auf keinen Fall. Also wenn schon, es muss uns allen bewusst sein, wenn wir Fleisch essen wollen, dass dafür ein Tier sterben muss. Punkt. That's it. Das ist ganz einfach. Das ist, wenn ich eine Karotte essen muss, ziehe ich diese arme Karotte ganz qualvoll aus der Erde raus. Im zentralen Nervensystem, weil sie ja so leiden kann. Und dann muss sie leider sterben. Ja, genauso ist es mit dem Fleisch. Wenn wir Fleisch essen, muss ein Tier dafür sterben. That's it. Boom. Aber mit dem Fleisch soll man dann auch... Das soll man. Ich halte auch nichts davon, dass man Biber abschießt und die dann wegwirft. Mhm. Wenn ich schon ein Tier erlegen soll oder darf oder muss, dann soll man es auch verwerten können. Weil es hat null Sinn, dieses Tier, dieses... In dem Fall arme Tier, welches man erlegen musste, irgendwie zu entsorgen oder wegzuwerfen oder irgendwas zu machen. Das ergibt ja null Sinn. Das ergibt auch null Sinn, nicht vegan zu sein. Wir machen das ja auch nur für Genuss, wenn wir nicht Veganer sind. Also wenn ich jetzt sage, ich habe den Genuss daran, ein Tier einfach abzuschießen und wegzuhauen, aber du das kannst ist mein Genuss. Ja vegan wo ist dann der Unterschied, dass ich jemanden einfach abfallen dich kann? Ich verurteile dich nicht. Du verurteilst mich. Gut, dass du mich nicht dafür verurteilst, dass ich Tiere nicht versklave, aber ich verurteile dich und auch dich, weil du noch nicht vegan bist, dafür, dass ihr noch nicht vegan seid. Aber das ist auch sinnlos. Natürlich verurteile ich Menschen, die Gewalttaten an Schwächeren ausüben, so wie wir Vergewaltiger, Kinderschänder, Räuber und so weiter verurteilen. Also stellst du Vergewaltiger, Kinderschänder, Räuber mit Fleisch auf eine Ebene? Du hast Logik wirklich nicht verstanden. Sag, ich habe bitte, gerade weil dann haben wir dass eine ihr andere Gewalttaten und Unterdrückung aber wir hätten eine Headline. Bitte bestätige verurteilen. Das, was mit den Tieren passiert, ist Vergewaltigung, ist Unterdrückung, ist Mord.
Aber natürlich machst du es nicht immer direkt. Du als bewusster Mensch, der das absichtlich und direkt macht, dich könnte man in gewisser Weise dann schon irgendwann einmal als wirklich aktiven Tiermörder bezeichnen. Mhm. Ich verurteile Menschen, die für Genuss Gewalttaten ausüben, wie Vergewaltigung, Sklaverei und Mord, womit ich dich auch verurteile. Ich glaube, natürlich. Womit natürlich auch Raffaella sehr provoziert ist, dass sie Begrifflichkeiten verwendet, die man normalerweise in einem anderen Kontext heranzieht. Ja, aber schlussendlich, sei es jetzt ein Mensch, sei es jetzt ein Tier, man nimmt Leben. Das heißt, Max, warum regt es dich auch so besonders auf, wenn man es dann statt Schlachten Mord nennt? Also, oder regt es sich gar nicht auf? Es regt mich gar nicht auf. Es ist ja nur eine ganz klar definierte Situation, wie ein Tier erlegt wird. Da gibt es ja auch Gesetze, Normen und, und. Es gibt religiöse Schächtungen, Schlachtungen, es gibt ganz normale Betäubungen und Schlachtungen und das ist gut so. Nein, wirklich nicht. Macht ja nichts. Deine Ansicht. Respektiere. Die Ansicht vom Tier. Aber das heißt, du findest aber vom Tier. Hast du schon mal mit denen gesprochen? Ich glaube, wenn du mit denen in die Augen schaust, weißt du ganz genau, was die fühlen. Weil die können genauso wenig reden wie ein menschliches Baby. Ja? Und trotzdem kannst du einfach hingehen, das Baby aufschneiden und sagen, oh, ich weiß nicht, du vielleicht wollte das Kinder das gar nicht reden. Du hast ja gar keinen, das geht nicht. Weil ich keine Kinder habe, kann ich mich nicht in Tierkinder und Kinder hineinversetzen. Warst du mal bei einer Schlachtung dabei? Ja, war ich, vielen Dank, bei einer Ermordung. Und das ist absolut nicht in Ordnung. Ich lade dich auch herzlichst mal ein. Ja, ich komme gern vorbei. Komm, und dann bitte. Sagst du mir nochmal, wo der relevante Unterschied ist, dass du das vielleicht mal eine Live-Sendung drüber machst. Sprechen wir nochmal über deinen Betrieb, wo du ja sagst, du setzt dich eben sehr wohl auch im Zuge der Schlachtung für ein möglichst humanes Vorgehen dabei ein. Was sagst du oder wie empfindest du es dann, wenn du, wirst du sicherlich auch im Internet darauf schon mal gestoßen sein, wenn du dann Videos siehst, wie in so riesigen Mastbetrieben etc. mit dem Tier umgegangen von wird? Dem, stößt es dir da von auf, dem Ganzen distanziere ich mich und mit dem Ganzen habe ich nichts zu tun. Das ist Industrie, das ist ganz was anderes. Also das ist, wie wenn ich sagen würde, dieses T-Shirt oder dieses Shirt, welches du da trägst, ist von kleinen Kindern in Bangladesch produziert worden. Wahrscheinlich schon. Aber hast du Empfindungen dabei, wenn du so etwas siehst? Sagst du? Ja, natürlich ist es grauenhaft. Also ich glaube, das ist nicht diskutierbar und das hat auch in meiner Welt nichts verloren. Also bei uns steht das Tierwohl an oberster Stelle. Ich will wissen, wie das Tier vorher geheißen hat, wie es ausgesehen hat, damit ich weiß, was ich da esse. Ob es ein Hase ist. Wen ich da esse. Wen ich da esse, natürlich, ist auch wichtig. Weil es ist ein Bezug. Ich will ja wissen. Umso schlimmer, umso größer der Verrat, wenn man das Tier kannte, das einem vertraut hat. Dem man das, die Qualität vom Leben vielleicht kann ja nicht den Mord rechtfertigen. Jetzt hast du mit Max jemanden dir gegenüber sitzen, der eben sich nicht von seinem Fleischessen abbringen lassen möchte. Aber findest du dann zumindest seine Position nicht, jetzt vielleicht nicht die Begrifflichkeit schätzenswerter, aber zumindest doch unter Anführungszeichen besser als jene, die sagen, es ist mir vollkommen egal, wie das Tier sozusagen gelitten hat oder auch nicht, Hauptsache ich bekomme es günstig auf meinen Teller. Ist da für dich, da müsste ja auch ein Unterschied gegeben sein. Ich weiß nicht, also für mich ist das fast ekelhafter, weil er sich ja dessen bewusst ist, was er den Tieren antut im Vergleich zu den allermeisten Verkäufern, die ja noch nie bei einer Ermordung dabei waren. Er weiß das ja aktiv, er hat das gesehen, er macht es selbst. Also da gibt es überhaupt keine Frage mehr, ob er sich dessen bewusst ist. Umso schlimmer fast, dass er sich immer noch für Gewalt entscheidet. Das sind ewig diese Lippenbekenntnisse. Ja, ich bin ja so gegen Massentierhaltung, verkauft dann und für Tierwohl und verkauft dann Stopfleber und wie gesagt andere Mordprodukte. Und Froschschenkel mag ich auch. Ja, wunderbar. Schau, wie stolz er ist. Einfach so Kleinkind. Trotz, der Max geht ja auch hier und da mal essen. Der Max geht ja hier und da mal, holt sich auch ein Semmel irgendwo. Als ob er da gefragt hat, wie die Kuh hieß, welche Augenfarbe sie hatte. Mit selbstverständlich. Aber dass er zumindest in seinem Betrieb jetzt sagt, das möchte er so nicht handhaben. Und er sozusagen, weil ein Schwein wahrscheinlich bei ihm wird es deutlich anders gehen als ein Schwein in der Massentierhaltung in einem Mastbetrieb. Man könnte sogar sagen, dass ein glückliches Tier zu ermorden und ihm seine Interessen am Leben zu nehmen schlimmer ist, könnte man sogar argumentieren. Aber fürs Schwein ja schlussendlich nicht. Hast du dich jemals gefragt? Also, wie gesagt, wenn ich so leide, dass es fast schon eine Erlösung ist, wie diese 6 Monate alten Schweine, die ja alle Augenentzündungen, Lungenentzündungen haben, geschwollene. Das sage ich gar nicht, dass es bei ihm nicht ist, aber dann ist es ja fast schon eine Erlösung für dieses Tier. Nicht, dass es das in Ordnung macht, das überhaupt nachzufördern und so weiter. Im Gegensatz zu einem Tier, dem es angeblich gut geht. Aber wie gesagt, die Qualität vom Leben kann ja niemals so eine Gewalt rechtfertigen. Es ist ein schöner Tod, ein schöner Leid. Und trotzdem würdest du es nicht selbst gerne erleben. Wo ist deine Empathie hin? Kannst du dich nicht in diese Tierkinder reinversetzen? Die würden doch einfach lieber die Sonne genießen mit dir. Du könntest den Sautanz machen und wirklich mit dem Schweindall tanzen. Unter der Sonne liegen, mit ihm kuscheln. Wie widerlich ist es dann, ihm die Kehle aufzuschlitzen? Vor Publikum. Und dann sagst du auch noch so ekelhafte Aussagen. Nein, das machen wir nicht vor Publikum, nein. Da kommen doch ganz viele Leute und schauen zu. Zum Sautanz, aber nicht zur Schlachtung. Ja, okay, aber dann hattest du auch schon die
Schlachtungen dabei. Hast du auch alles in dem Podcast erzählt, wo die Leute dann zuschauen, dann essen manche Hoden, dies, das, anderes. Ja, natürlich. Ist mir egal, ja. Aber dann sagst du sogar, das war ein Zitat von dir, das fand ich so bezeichnend. Du bist dankbar, wenn möglichst viele Leute kommen und natürlich. Dann diese Tiere kein Essen, weil dann ist es ein Gruppenzwang. Und genau das ist wenn es. Das ist Faschismus. Natürlich. Das ist ein Gruppenzwang, natürlich. Dass wir Gewalt an Tieren ausüben. Natürlich. Das ist deine soziale Fallhöhe, die es dir unmöglich macht, Ebene, reflektiert über dieses Thema auf diese Ebene mit Faschismus lasse ich mich nicht herunter. Ja, okay. Dann ist es ein Faschismus aus deiner Sicht. Aus der Sicht der Tiere. Ja, machen wir. Hast du dir schon jemals Gedanken gemacht, wie es den Erntehelfern geht, die dein Gemüse, dein Obst, da hat irgendwo. Das damit zu tun, hast dass du dir jemals Gedanken darüber gemacht? Was hat das damit zu tun, wie dass Menschen, man Tiere versklaven da? Hast du das? Das hast ist ein du jemals, komplett anderes Thema. Hast du dir jemals Gedanken darüber gemacht? Was hat das damit zu tun, dass man Tiere wenn versklaven? Wenn du was gegen Erntehelfer hast, für wen werde die ich meiste Ernte angebaut? Für die Tiere. Das heißt, du hast dann umso mehr von diesen ausbeuterischen Plätzen. Hast du dir jemals Gedanken darüber gemacht, davon, wo dein Shirt herkommt? Ja, ob das von Kindern in Bangladesch produziert worden ist? Ist das eine Rechtfertigung, Tiere zu versklaven? Weißt du, wo das Mach dir mal Gedanken drüber. Da habe ich schon. Vielen, vielen Dank. Der Unterschied zwischen einem Konsumboykott. Wo kommt dein Shirt her? Wie gesagt, das ist. Wo kommt ich habe selbst her? Produziert, Fairtrade, Bio und so weiter und so fort. Natürlich. Damit kriegst du mich natürlich. Und selbst wenn das aus Bangladesch natürlich. Wäre, sagst du mir, was die Alternative für die Menschen in dieser Region ist. Es gibt genügend Studien, die zeigen, dass die Infrastrukturen, wo Sweatshop-Läden und so weiter und so fort, Infrastrukturen aufgebaut werden, dass es den Leuten dort besser geht, dass die Frauen dann zum ersten Mal aus der Prostitution rauskommen, dass dann endlich Bildung entsteht, Wasserzulauf und so weiter, dass die Menschen aus der argen Armut rauskommen. Der Unterschied zu den Tierindustrien ist, dass ein Konsumboykott und ein moralischer Boykott hier absolut Sinn macht. Kompletter weil wir brauchen keine Tier. Natürlich braucht man es. Es gibt viele Bauern, wofür denn? Es gibt viele Bauern, die leben davon. Wir können uns rein pflanzlich ernähren. Manche auf Menschen leben von menschlicher Sklaverei. Auf den Aspekt möchte ich zum Abschluss noch einmal kurz eingehen. Brauchen es nicht, brauchen es schon, praktisch aus wirtschaftlicher Sicht betrachtet. Natürlich braucht man es. Was würdest du, Max, wie würdest du deinen Betrieb im Burgenland vielleicht auch umstellen, wenn jetzt in den nächsten, sagen wir ein hypothetisches Beispiel, 10 Jahren 80% deiner Kundschaft rein vegane Speisen, rein vegane Lebensmittel fordert. Ist dann etwas, ist es das, also praktisch würdest du diesen Wandel mitvollziehen oder würdest du dennoch sagen, ich bin der Max Schiegel? Nein, das muss ich nicht, weil da würde ich mich verstellen, aber ich finde, bei mir geht es ja beim Fleisch immer um Respekt und wenn ich jetzt ein ganzes Tier schon schlachte und wenn das ganze Tier vor mir liegt, dann bin ich der Meinung, dass es nicht nur aus Steaks besteht. Dann kostet die Schweineschnauze rein hypothetisch gesehen jetzt, kostet die Schweineschnauze das X-fache vom Filet, weil viel weniger da ist. Mhm. Und wir werden immer Tiere haben, die wir schlachten. Jetzt ist der Maibock wieder zum Schuss freigegeben. Da werden Maiböcke geschossen, die werden gebracht, die verarbeiten wir zur Gänze, da wird die Lunge gekocht, zum Herz. Ja. Aber ich werde mich sicher nicht umstellen. Denn wir hatten in unserem Betrieb am Knappenhof hatten wir auch so ähnliche Diskussionen. Und da gab es zwei Menüs, einmal das Tier und sein Futter. Mhm. Hatten wir ein rein vegetarisches Menü. Was ist ein Tier? Wäre ich ein Tier, würde ich das essen. Und auf der anderen Seite haben wir ein fleischlastiges Menü mit 2-3 Fleischspeisen. Mhm. Und das ist vollkommen in Ordnung. Nein, das ist vollkommen in Ordnung. Das ist ganz klar definiert. Nein. Es gibt auch immer ein paar so Nischen, ein paar Ausreißer, ein paar Profilierungsneurotiker, die sich dann hinstellen und die sagen, ich weiß es besser, weil ich schaffe es sonst nicht irgendwie. Mag sein, toleriere ich, aber in unserer Welt hier, wo wir leben, ist es selbstverständlich und ich gehe selbst gern vegan oder vegetarisch essen. Ich respektiere das, ich akzeptiere das. Ein großartiger Kollege ist der Paul Ibisch mit seinem Tian, mit dem vegetarischen Restaurant. Grandios, was er macht, aber herzugehen und zu sagen, ich fordere, alle sollen sich vegan und vegetarisch ernähren, ist sinnlos, unüberlegt und einfach dumm. Ja, also das ist natürlich weder sinnlos, unüberlegt noch einfach dumm. Ethik ist eine Wissenschaft, die darauf beruht, möglichst logisch konsistent zu handeln. Wenn wir Menschenrechte sind und dass wir Menschen nicht so behandeln dürfen, wie du die Tiere für dein Restaurant behandeln darfst, dann dürfen wir das bei den Tieren auch nicht machen, außer wir finden einen ethisch signifikanten Unterschied. Das heißt, es ist weder dumm, sondern es ist ethisch konsistent. Es ist nicht sinnlos, weil wir damit Sklaverei, Mord und Unterdrückung an so vielen 83 Milliarden Landtieren im Jahr stoppen können, vor allem in unserem Namen, jedes einzelne Tier, was zitternd sein Leben nicht hergibt, sondern genommen bekommt. Das ist nichts von diesen drei genannten Adjektiven. Unsere Tiere zittern nicht. Die sterben artgerecht und würdevoll. Bolzenschussgerät, würdevoll für Erschnitzel. Wir haben sozusagen zum Abschluss noch einmal recht stark kundgetan, wer hier welche Meinung und Position vertritt. Vielleicht ein abschließendes Statement von euch beiden, jeweils an den anderen gerichtet. Zwei, drei kurze Sätze, möglichst unemotional, möglichst sachlich. Was wünschst du dir, Max, fangen wir bei dir an,
Von also ich spreche einfach eine Einladung aus. Ich lade dich herzlichst mal zu einem Sautanz zu uns ein. Komm, schau dir das Ganze an. Es sind viele Vegetarier, einige Veganer dabei, die kommen, die sagen, wenn wir Fleisch mal kosten, wenn wir schon einmal Fleisch essen wollen, dann möchten wir auch wissen, wo es herkommt. Und bist herzlichst eingeladen, du wirst nicht verhungern, es gibt genug zu essen und auch vegetarisch, vegan. Und du wirst nicht als Fleischesserin rausgehen, aber als ein besserer Mensch. Raffaella, ganz kurz, bevor du auf die ausgesprochene Einladung dir eingehst, was ist dein Statement von Max? Was würdest du dir für ihn wünschen? Was ist dir wichtig, jetzt noch abschließend vielleicht einmal zu vermitteln? Ich würde mir wünschen, dass du einmal in dein Herz schaust und dir überlegst, wie es den Tieren gehen muss, die du jeden Tag für Genuss und Tradition versklaven und unterdrücken lässt. Das sind fühlende Kinder, genauso wie unsere Kinder. Und du als Vater, wie du mehrmals betont hast, musst ja wissen, dass Kinder naiv sind, nicht ganz so abstrakt denken können, liebevolle Wesen sind, genauso wie diese Tiere, die absolut unschuldig sind. Sie sind die unschuldigsten Wesen auf dem Planeten und du behandelst sie schlechter als die schlimmsten Verbrecher in diesem Land. Raffaella, Max, ich sag herzlichen Dank für diese wirklich spannende und sehr, sehr... Was ist mit der Einladung? Nimmst du sie an? Ich nehme sie gern an und natürlich werde Diskussion. Ich dieses Tier vor dir verteidigen. In diesem Sinne, leb vegan statt brutal. Ich freue mich auf einen veganen Sautanz. Wo wir mit den Schweinen tanzen. Ich würde das auf jeden Fall gerne begleiten, aber da würde ich sagen, reden wir nach der Sendung nochmals kurz drüber. Ich sage herzlichen Dank fürs Einschalten und wir gehen in eine kurze Werbepause und wir sehen uns das nächste Mal wieder.